Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trade Connection Switzerland Video. Wir stehen hier noch bei Tree ET in Bern und schauen mal, wohin die Reise von hier aus heute geht. Ich bin am überlegen, hier die Strecke jetzt runterzufahren und dann nochmal zu schauen. Machen wir auch, bleibt uns nichts anderes übrig. Dann fahren wir so ungefähr bis. Ja, gut, ist die Frage, ne? Wir sind ja schon am nächsten an Genf dran, so, ne? Euro Akkas haben wir auch schon mit dabei. Ja, wir können ja. Hier um den Dreh dann nochmal schauen. Wie gesagt, bleibt da ja nichts anderes übrig jetzt hier, ne? Bei meinem Glück müssen wir genau wieder hier zurück. Aber das sehe ich wirklich schon kommen. Dass wir hier wieder zurück dürfen. Wir sind ein bisschen gefahren, wir schauen noch mal kurz. So, von der Schweiz zur Schweiz zu fahren, also jetzt von Bern nach Zürich oder nach Genf, ich glaube, das wird nicht zählen, deswegen ignorieren wir das einfach mal komplett. Und probieren das nicht aus. Ich bin sehr sicher, dass es nicht funktionieren wird. Ich fahre jetzt auch, wie gesagt, eben zu dem da Richtung Richtung ne? Whatever Punkt. Wie gesagt, wie ich mein Glück kenne, darf ich dann gleich wieder hier hochfahren. Es ist doch immer so, wenn man sich bewegt, weil keine Aufträge da sind, muss man genau wieder dahin, wo man hergekommen ist. Schön ja mit den Schienen oben drüber. Der eine oder andere schaden wir jetzt mehr, darauf kommt es noch wenig mehr an. Wir gucken
gucken nochmal nach, bevor wir jetzt hier rechts abbiegen. Gucken wir nochmal nach. Es war ja schon wieder nah genug dran gleich, dass wir gucken können, ob wir was haben von Genf aus. Deswegen tun wir jetzt gerade mal so, als ob wir die Ausfahrt nehmen, weil wenn wir es dann auch gleich annehmen, dann haben wir gleich wieder gleich Geschwindigkeit drauf. Geben wir noch ein bisschen Gas und gehen auf den Standstreifen und gucken dann nach. Ich sag, wir sind jetzt nachher noch eigentlich an Genf dran. Wir sollten Genf jetzt auch bekommen. Und wir haben sogar was nach Salzburg. Dann fahren wir. Eieiei. Länger als gedacht, fahren wir Getränke von Genf nach Salzburg für 11.610 Euro. Fahrzeit, eine Fahrstrecke von 763 Kilometer. 14,43 € bekommen wir pro Kilometer. Und 10,1 Tonnen. Wir fahren los. Ein bisschen abgebremst wurde, aber nicht so stark, wie ich es gedacht habe. Ich habe eher mit dem Fullstop gerechnet. Aber das wurde dann ja, also es war ja mal so. Ne? Ich meine, beim letzten Mal habe ich es auch gedacht und dann war es auch nicht so. Also muss es ja eigentlich, behoben worden sein. Unterwegs müssen wir pennen und tanken, da können wir die in einem Rutsch machen. Eventuell, weil das dann auch schon wahrscheinlich in Genf der Fall sein wird. Wir haben ja noch 200 Kilometer. Okay, wir können ja vorher tanken noch so, ne? Müssen wir ganz hin? Ja, okay, das ist noch ein weiter Weg. Aber dann kommen wir auch endlich mal hier hin. Dann können wir. Ja. Wir müssen da ja sowieso lang. Dann können wir dann hier pennen. Und hier haben wir das wunderschöne Schillung Castle. Da reparieren wir uns wahrscheinlich in Salzburg. Also ich gehe mal von aus, dass Salzburg eine Werkstatt hat. Können wir ja gleich schauen, wenn wir den Auflieger hinten drauf haben. Hier muss man noch zweimal pennen, wenn wir nach Salzburg fahren. Ne? 11 Stunden Fahrzeit. Könnte eine enge Kiste werden. Also ich glaube, nee. Na? 11,59. Also es wird knapp. Ich bezweifle es ehrlicherweise. Also es könnte allerdings auch echt wieder so ein Minutending sein. Weil ich rechne jetzt einfach mal damit, dass wir quasi von hier aus
Ja, klar, ne? Wir fahren dann wieder die 1, A1 hoch. Dann. Ach ne, okay, es war Zürich und nicht Genf. Was ich meinte. Dass wir oben fahren. Aber bei. Ja gut, Zürich fahren wir eigentlich auch nicht oben. Wir fahren wir auch wieder durch die Stadt durch. Prinzipiell. Da würde ich einfach forcen, dass wir dann von der A1 auf die A4, A1 wechseln. Auf A1 bleiben. Also quasi einfach hier, ne, die A1 weiterfahren. Und dann müssen wir wahrscheinlich, dann fahren wir glaube ich die A4 hoch. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ne, gar nicht wahr. Von der A1 weiter, dann geht's auf die A96. Fahren wir über München rüber. Okay. Bitte links halten. Na klar. Das haben wir eigentlich im Grunde noch einmal durch Zürich durch, ach, an Genf vorbei. Aber gar nicht wahr. Ich hätte gesagt. Hier noch gerade bei Bern. Wir sind noch lange nicht bei Genf. Bitte links halten. So, wir hätten schon mal runter auf 60. Just in case. Auf einmal wir ja Bob unterwegs sind. Und weiter geht's. Mit 85. Bitte links halten. Ich glaube, heute komme ich vielleicht auf. Ah, na gut. Auf wieder zwei Videos zu rendern. Vielleicht auch drei. Ich weiß gerade nicht mehr. Aber ich komme zumindest wieder ein bisschen hinterher. Also noch so viel. Und so viel, was noch dazu kommt. Wobei, gut, die einen Videos, die ich jetzt noch gerade mir neu jetzt wieder aufgebummt habe. Also gut, die einen Videos. Die sind eigentlich fix. Ich kann eigentlich wieder instant hochladen. Wenn es da Probleme gibt, dann kann ich das auch einfach so bearbeiten. Es sei denn, das fucking Video wird als Musikplaylist anerkannt von YouTube.
Ist auch manchmal wild. Jetzt kümmere ich mich um die Videos erstmal nicht, sondern ich bin, glaube ich, eher heute wahrscheinlich einen halben Tag damit beschäftigt zu downloaden. Und was auf die. Ja gut, 3,67 Terabyte externe HDD zu packen. Das muss ich heute auf jeden Fall machen, weil time is running out. Jetzt komme ich, was das betrifft, doch gut an. Voran. Diese Woche gibt es auch einige Shorts. Das erste ist jetzt gerade quasi zum Zeitpunkt der Aufnahme draußen. Jetzt, wenn das Video rauskommt, sind es 2 von 5 diese Woche. Zumindest nach aktuellem Stand. Also ja, wie gesagt, ist hier bitte jetzt gerade gut Platz schaffen gerade, da jetzt vor allem die Sachen, also ungefähr roundabout, ja, gehen wir von daily aus, roundabout 120 Videos, weil ich jetzt erstmal nicht hier auf dem Rechner anhaben, die ich am Downloaden bin, von daher würde ich dann auch erstmal ein bisschen gut vorankommen. Weil ich dann irgendwann nur noch einmal täglich was ziehen muss. Muss ich zwar auch erstmal hinkommen, ne? So ist es nicht. Aber ich werde wahrscheinlich erstmal eine Woche machen. Und dann die anderen Videos, die ich runterladen kann und direkt hochladen kann, erstmal übernehmen. Und kommen dann irgendwann demnächst, vielleicht nächste Woche, auch wieder dazu ein paar Sachen, die jetzt hier rum auf der Platte rumliegen, die ich nochmal bearbeiten muss, dass ich die bearbeite. Und dass sie dann auch irgendwann weg sind. Wobei es prinzipiell sogar tatsächlich das. Ja, gut, das eine oder andere könnte ich sogar priorisiert behandeln. Weil manche Sachen muss ich nochmal bearbeiten, manche Sachen muss ich nicht bearbeiten, sondern einfach nur. Ja, halbieren quasi. So. Schönes Einfädeln hier. Das wäre sogar gar nicht mal so verkehrt, dass ich das mache. Ich weiß gar nicht, ob das sogar mehr Platz ist, was dann
rechts halten und dann rechts abbiegen. Was dann wieder reinkommt. Oh, ich hätte nichts gemacht. Ich habe nicht gebremst. Er bremst sogar wirklich komplett auf Null runter. Das ist ja crazy. Ich bin gespannt, was passiert, wenn die Ampel wieder auf grün springt. Wow. Okay, ich muss selber wieder Gas geben. Aber hey, cool, dass wenn es funktioniert, dass man sogar komplett auf Null gebremst wird. Das war jetzt gut. Noch zu bekommen. Am Kreisverkehr, dritte Ausfahrt. Am Kreisverkehr. Wobei, wir müssen auch nicht mehr pennen. Wir fahren ja auf alle Fälle gegen Norden. Dann können wir eigentlich auch hier pennen. Dann pennen wir doch hier. Auch wenn es da wieder wild wird und ich mich bestimmt verfahre. Aber dann pennen wir und tanken wir doch dort. Ne? Ja. Diese Ausfahrt. Das dürfte doch passen. Biege nach links ab. Super. Ja. Richtung Lausanne. Oh, wir fahren ja bitte nicht allzu weit noch. Bitte rechts halten. Was soll man dazu noch sagen, außer Schmutzrechner. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. War halt wieder so die Lex, dass man nicht wieder weglenken konnte. Nimm diese Ausfahrt. So diese den punktuellen... Gut, ich nenne es mal einfach Lex. Vielleicht ist es auch einfach so, dass es nicht anerkannt wurde. Aber ja. Biege nach links ab. Der einzige Grund für 46%. Jetzt nochmal dazu. Da ist ja cool hier. Oha. War mal nämlich falsch. Ich muss rechts rum. Scheiße. Egal. Drehen wir hier. Aber das ist ja echt cool gemacht hier. Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ja, Modafehlfunktion werden wir das einige haben, weil wir gerade von 28% auf 46% gesprungen sind. Also wird ein teurer Spaß. So ungefähr die 40.000 von der letzten Fahrt, die werden wir gleich verlieren. Fertig zum Losfahren. Das steht schon mal fest. So, schauen wir mal. Gut, wenn wir noch ein bisschen Kohle von der Fahrerin bekommen. Ja, wir fahren die wieder die 1A hoch. Fahren wir hier auf die 1. Von die 1 komplett durch. Dann würde ich sagen, fahren wir hier lang. Bleiben wir auf der 1. Dann geht es kurz schon mal nach Österreich rein. Das ist wirklich länger? 807. Tatsache, es ist kürzer.
fahren dann kurz auf der E60, E43. Nach Österreich rein, fahren dann wieder aus Österreich raus, nach Deutschland, fahren dann auf der A96 nach München. Bei München geht es dann weiter auf der A99, die dann zur A8 wird. Und dann sind wir schon in Salzburg. Und in Salzburg können wir uns reparieren. Zeit zu Und gehen. zwischendurch tanken wir jetzt nochmal. Und pennen. Natürlich auch. Ja, ist auch nice mit dem Hinterhof. Na ja, wir jetzt direkt hier rechts rausfahren. Da ich hier garantiert nicht nochmal hinkommen werde. Damit wir es ja auch gesehen haben. Das ist ja auch irrelevant, wo wir jetzt gerade langfahren. Oha. Okay, gut, dass wir jetzt hier langfahren. Ich finde eine neue Route. Schön solche Schleichwege durch. Gefällt mir. Demnächst links ab. Biege nach links ab. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Na klar doch. Nimm diese Ausfahrt. Ja, muss noch ein bisschen aushalten. Wir fahren jetzt gleich auf die A1A und dann geht's auf die 1 und dann darfst du pennen. Und ich muss tanken. Ich muss wirklich dringend tanken. Bitte links halten. Wir kommen doch auch so dahin, oder nicht? Täuscht das? Es täuscht. Rechts abbiegen. Oh. So gewährt man die Vorfahrt. Biege nach rechts ab. Verkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Ich weiß natürlich, ob wir jetzt wieder hier pennen und so, aber ich mache es lieber außerhalb von Genf. Nimm diese Ausfahrt. Kriegen die Ampel noch? Links abbiegen und dann rechts halten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Eigentlich nicht, aber ich habe es trotzdem genommen. Vielleicht wäre es noch irgendwie einer
Raststelle vorbeikommt, wenn eine Wehrstelle hat, dann könnte man ja auch dort nochmal halten. Ne? Und nicht schon vor Salzburg reparieren, weil, oder? Sind ja da noch ein paar Prozent dazugekommen. Ja, ist doch gut, da ist auch unser Startplatz. Okay, den noch nicht, ich dachte. Aber da kommt er gleich. Bald. Ja, das ist schon schön, so mit den kleinen Dörrchen hier. Wenn wir gleich wieder wach werden, ja, vom Schlafen, dann regnet es doch Safe Call wieder. Müssen wir halt selber ab. Diese Ehe ist für uns auf die Raststelle. Jetzt um die Frage, was zuerst kommt. Neue Route tanken finden. Oder schlafen. Immer geradeaus. Okay, das war jetzt nicht der Plan. Neu berechnen. Nimm diese Ausfahrt. Hier entlang. Okay, lass uns eine neue Route finden. Oder? Okay, jetzt erstmal hier links. Geradeaus. Erstmal schlafen und dann tanken, glaube ich. Route neu berechnen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Sehr schön. Dann schlafen wir mal kurz. Ich hab's einfach gecallt. Es war so klar. Gewehr. Okay, lass uns eine neue Route finden. Wir
machen wir mal eine Drehung hier. Und fangen jetzt zu tanken. Nimm diese Ausfahrt. Können wir direkt schon wieder hier hinlegen, ne? Wegen dem Scheißregen. Das war sie wegen des Scheißregens. Ich kann hier gar nicht bremsen. Für 2,13 Euro tanken wir. Insgesamt für 1599 Euro und wir tanken 750 Liter auf. Und ich glaube, ich fahre mal kurz vor und starte nochmal kurz das Spiel neu. Auch wenn es eh wenig bringt, weil es ja weiterhin regnet. Na, wenn die Lecks bleiben, gut, ich starte einfach das Spiel nicht neu. Lohnt sich einfach nicht. Man muss einfach nur 300 Kilometer vorher irgendwie lenken oder whatever. Kilometer noch, wir sind ja auch erst losgefahren. Was hätte da schon viel passieren sollen? Vor uns. Ah, schon nice, wieder das Gewitter zu fahren. Gut, draußen regnet es auch, zwar nicht so stark wie jetzt hier in-game, aber heute vermutlich soll es den ganzen Tag regnen. So, hier bei den Bären vorbei. Links halten.
Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Das sind, ja gut. Ich wollte fragen, oder sind wir schon in Zürich? Aber nein, wir fahren gerade Richtung Zürich. Wie sieht es denn überhaupt aus mit der Fahrzeit und so weiter? 9 Stunden 31, 9 Stunden 50. Ja, das wird eine enge Kiste, wie gesagt. Bitte links halten. Mach ich doch schon. Gehe ich runter auf 70 oder nicht? Ah, nee, muss nicht sein. Wobei. Ich muss es mir echt einprügeln. Die Abfahrten ja mit der Motorbremse zu machen. Und nicht auf entspannt zum Weiterfahren. Mit der Motorbremse, den Tempomat verringern. Das geht einfach nur schief. Das werden wir auf dieser Fahrt noch häufiger haben. Bitte links halten. Wobei, mir fällt gerade ein, ich glaube, das ist vielleicht keine gute Idee, wenn ich die Sachen bitte links halten zum Split noch übernehme, weil ich glaube, ich nicht genügend Platz dafür habe. Könnte ich höchstens machen, wenn ich es quasi vom Stick quasi mir nehme. Belassen wir es dann doch lieber dabei und machen mit dem alten Kram weiter. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ich wollte eigentlich blicken, aber okay. Oh, okay. Biege nach rechts ab. Und da sind wir bei Zürich und fahren jetzt um Zürich herum.
quasi Umgebungsstrecke. Bitte rechts halten. Rechts warm. Okay, also mal auf einer Seite schon. Kein Problem. Einfach mal hier lang. Ich finde eine neue. Wie gesagt, ist eh irrelevant. Wo wir jetzt hier fahren? Ich glaube, es wird aufzuregnen. Ja. Bitte links halten. Umso besser. Aber ich glaube, ich habe den Scheibenwischer selber angemacht und gar nicht auf automatisch gerade. Deswegen. Machen wir den eigentlich nicht aus. Bitte links halten. Das war ja gerade fast Timing. Ja, achso, bitte links halten. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay. Das ist jetzt ein Unterschied gemacht? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, hat keinen Unterschied gemacht. Links halten. Es wäre sogar besser gewesen, den anderen Weg zu fahren. Ich mach bei den Kurven jetzt mal lieber auf Nummer sicher. Mich schwer links halten, oder mittig halten. Bitte links halten. Das sag ich ja. Zeitlich eventuell Zeit gut gemacht. Weiß ich gerade gar nicht.
weiß gar nicht, ob bei München was gemacht wurde. Ich glaube schon, oder? War in Nürnberg nochmal. Weiß ich auch schon nicht mehr. Da waren wir in Nürnberg eigentlich fast am häufigsten in Deutschland jetzt in letzter Zeit. Ja, okay, wir sind jetzt. Wir fahren kurz nach Österreich rein jetzt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Na klar. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Nach links ab. Bisschen nah dran. Ah, okay. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ab zum Zoll. Biege nach links ab. Schon hier weiter. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Habe ich was übersehen? Nee. Okay. Mir soll es recht sein. Biege nach links ab. Rüber. Würde ich vielleicht selber rüberfahren? Biege nach rechts ab. Bevor es umspringt.
Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, ist auch schon nice. Allein wirklich dieser Abschnitt hier. Durch Bregenz durch. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Da haben wir auch Deutschland ausgeschildert. Bisschen nah, aber okay. Hat gepasst. Bei den 50. Bitte links halten. Kilometer noch. Bitte links halten. Mach ich doch. Fahre ich noch nicht. Erst wenn wir wieder auf der Bahn sind. Das ist ja schön beim Zollamt.
Da wollen wir aber nicht hin, deswegen fahren wir weiter. Weit nach München. Kilometer noch bis München. Das ist es auch nicht mehr allzu weit bis Innsbruck. Haben wir noch Innsbruck? Salzburg. Das ist auch schon wieder schön. Der Ausblick auf die Brücke. Wirkt schräg, aber sieht doch stabil aus. Salzburg ist auch ausgeschildert. Kann man sich denn jetzt nach Salzburg halten? Keine Ahnung, am Navi, aber ausgeschildert ist ja schon mal. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Eigentlich vergessen, Österreich aufzuschreiben. Dass wir Österreich hinter uns haben. Quasi. Dort haben wir Salzburg noch nicht auf den Tafeln. Kilometer noch. 3 Stunden 19 Fahrzeit. Wir sind eigentlich so dabei geblieben quasi, ne? Nicht wirklich mehr dazugekommen, nicht wirklich viel verloren. Gleich behalten, geblieben und behalten. Haben wir es? Sehr schön. Das hat diesmal wie getan. Und hat lange gedauert, bis wir es wieder fanden. Ich muss gleich echt nochmal.
20 Minuten zur Werkstatt. Wird auch nochmal eng. Eieiei. Ich muss halt nochmal echt zur Werkstatt rasen. Was ist denn das Wort jetzt wieder? So 70 mit auch 85. Und nach Salzburg. An der Allianz Arena vorbei. Hätte nicht machen müssen. Wir sind in Deutschland. Wir sind nicht in in der Schweiz. Vorbei. 126 Kilometer noch. Nicht mal allzu weit. Und 18 Kilometer noch nur Tafel. Endspurt sozusagen. Bitte links halten. Ja. So gesagt, so gesehen. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das jetzt gerade irgendwie Sand war oder. Ja. Oder ein Feld, wie es ist. Die Reparatur ist bitte nötig. Auch wenn die wieder Heidengeld kostet. Ich rechne so mit mindestens 40.000, wenn nicht sogar mehr.
schön hier mit so einer kleinen Schlafmöglichkeit. Auf der linken Seite. Und ja, ich glaube, ich war hier noch nie seitdem was umgebaut wurde. München. Um München rum. Ja, easy going. Okay, schon eine halbe Stunde gut gemacht jetzt. Überraschend. Aber ich nehme es an. Bitte links halten. Gleich unsere Ausfahrt. Und muss dann nur noch zu Zellplan fahren. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst rechts abbiegen. Spannend. Biege nach rechts ab. Erster Aufenthalt in Salzburg. Schau mal auf ihn. Wir fahren zum Himmelreich. Halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Nee, andersrum. Nach links ab. War jetzt nicht ganz ersichtlich. Wir sind heile angekommen. Zu Beginn, in welche Richtung jetzt die gewünschte ist. Und dann laden wir das gute Stück ab. Ausgezeichnet, Getränke von Genf nach Salzburg geliefert, gefahren, Strecke 1048 Kilometer, Dauer 1 Stunde 12, verbrauchter Kraftstoff 493,7 Liter. Fast so viel, wie wir getankt haben, gefühlt. gut, 200 Liter weniger, oder 250. 11.610 Euro gab es dafür und 1555 Erfahrungspunkte. Einen großen Schritt zu Level 29. Dann fahren wir nochmal eben zum Schlafplatz. Sind gerade bei 190.000, also Werkstatt natürlich. Haben nochmal eine Fahrtstrecke von gut, einer Stunde oder 40 Minuten. 41 Kilometer. Mittlerweile 6 von 10. Fahrt vorsichtig. Was das Event betrifft. Neue Route finden. Biege nach rechts ab.
links halten und dann links. Also rasen wir da eben wieder hin. Biege nach links ab. Frag mich, ob das noch so ein quasi ein Denkmal von alten Zeiten ist oder ob das noch einen Nutzen hat, einen aktiven Nutzen. Das Silo. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Machen wir doch schön mit dem Damm da hinten. Ich weiß nicht, ich müde werde, deswegen versuche ich auch so schnell wie möglich jetzt zum Schlafplatz, zur Werkstatt zu kommen. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Haben wir wieder einen Kreisverkehr, den wir nehmen müssen? Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, irgendwie sowas in der Richtung? Sieht auch wieder wild aus. Aber nee, ist eine scheinbar eine Straße, I guess. Wo es doch wieder aussieht, wie eine Autobahnauffahrt. Nee, die kommt dahinter, davor. Okay. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Bitte rechts halten. Schön wie die Bushaltestelle. Und dann haben wir es auch fast geschafft. Ah, ist ja cool hier wieder. Ein Graffiti auch. Biege nach rechts ab. An der Garage vorbei. Also 35. Wäre cool, wenn die Abschlepper auch hier auf solche, ne, Werkstätten rauffahren. Hätte ja nochmal was? Sehen wir, dass ich jetzt hier vorne links hinfahren oder so. Es fängt gerade an, deutlich mehr zu regnen. Ich habe Angst, auf den Preis zu gucken. 44.840 Euro. Lag ich ja gar nicht mal so weit daneben. Dann sind wir wenigstens wieder auf gutem Stand hier für die nächste Fahrt. Wobei, in diesem Fall müssen wir so hier rechts pennen. Aber trotzdem, kann man hier trotzdem hinfahren. Vielleicht auch nicht jedes, schmeckt jemand. Also, na, wäre nur cool. Ist kein Muss und so, aber wäre schon schön. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehe ich euch hoffentlich im nächsten Trade Collections Switzerland Event Video wieder. Werden wir zurück in die Schweiz fahren oder beim American Truck Simulator mit dem Cruising Nebraska Event. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.